So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle LEGO Star Wars Battle Pack mit der Nummer 75359. Cool. Kostet 20,99, also 21 Euro. Aber wenn ihr Lust zu habt, dieses Battle Pack zu besitzen oder euch auch zu kaufen, verlinke ich euch das unter dem Video. Sicher, bequem und vor allen Dingen zurzeit noch günstiger. Ja, zurzeit noch. Es sind 4 Minifiguren drin, 21 Euro. Und wie gesagt, ich verlinke euch unter dem Video was, wo ihr weniger bezahlt. So, als das rausgekommen ist, habe ich mir auch erst überlegt. Das sind 2 verschiedene Battle Packs in ein. Oder verschiedene. Das sind die Orangen. Das sind die Helme praktisch. Und mit den Blauen sind die hier gemeint. Entweder waren hier die Blauen drinne, hier waren die Blauen drinne. Also ich habe mehrere Battle, aber es sind die Blauen. Und eben die Orangen zusammen. Scherz beiseite. Müsst ihr natürlich jetzt nicht für ernst nehmen. Aber so sehen die doch aus. So wird der ein oder andere die natürlich umbauen. Weil, wenn man genauer hinguckt, Brust, es ist die gleiche oder selber. Es ist einfach so. Und dann eben nur den orangen Helm drauf. Aber nicht so trotz. Ich werde das jetzt zusammenbauen. Und euch natürlich zeigen, wie es fertig aussieht. Aber in Wirklichkeit kommt es ja wirklich nur auf diese 4 Minifiguren drauf an. Alles andere, das Fahrzeug, naja, braucht man nicht wirklich. Es geht nur für jeden Star Wars Minifiguren-Sammler oder Armeen, die das wieder von Armeen bauen wollen. Einfach nur um diese 4 Minifiguren. Wir haben 2, 3 Tütchen und eine Bauanleitung. Natürlich dann hier die Visiere und die Orangen. Tütchen 1 oder ein halbes Tütchen 1. Ich öffne jetzt natürlich Tütchen 1 sofort und natürlich anderthalb. Ja, und da kommen die. So, jetzt muss ich wirklich sagen, ich nehme jetzt mal einfach eins weg. Es sind die gleichen. Es sind absolut die gleichen Brustkörper. Dazu die passenden Helme hiervon. Können wir uns natürlich gleich mal angucken. Aber es müssten, glaube ich, alle 4, 2 Stück diese Brustpanzerung. Zack, diese Visiere und dann kommt zweimal baue ich jetzt solche zusammen, also ist auf der ersten Seite, ihr seht es ja, zack, zack. So, was ich jetzt vergessen habe, die Blauen, ihr seht es selber, kann man natürlich richtig cool benutzen. Habe ich so ein 2 Stück davon. Einmal. Hier kommt das Jetpack. Auch in Blau drauf. So. Mein Stab. Das sind jetzt die ersten beiden Figuren, die auf Seite 1 zusammenzubauen sind. Und für mich ist das so blau-orange. Ihr seht es selber. Es ist zwar eine Spezialeinheit. Der ein oder andere, der wird jetzt richtig meckern. Was erzählt er da wieder vermisst? Aber so sieht's aus. Ist leider so. Coole Figuren. So, dann gehe ich jetzt auf die nächste Seite. Da kommen die anderen beiden Figuren. Sind aber genau die identischen. Zack. Zack. Die Helme. Die kriegen kein Jetpack. Zack. Weil sind auch nicht mehr da. Zack. Sind nur 2 Stück drinne. Deswegen müssen die die haben oder könnt ihr die wegnehmen für die blaue Einheit. So. Und das ist das, worauf es auf dieses Battle Pack ankommt mit der Nummer 75359. Nur wegen diese 4 Figuren. Und wie gesagt,
direkt bei Lego vor Ort, 21 Euro, 20,99 Euro, wo ihr es günstiger bestellen könnt, verlinke ich euch. Das sind die vier. Muss man natürlich haben als Star Wars-Fan, als Minifiguren-Sammler der Star Wars-Reihe, ist ganz klar. Gehört mindestens ein von diesen Battle Packs in euren Besitz. Aber jetzt bauen wir eben schnell das Fahrzeug zusammen. Wird das Video etwas länger gehen. Die lasse ich natürlich jetzt erstmal drinne, damit sie nicht wegkommen, wenn ich sie bei mir in ein Regal oder einen Schrank reinstelle. Dann packe ich natürlich welche aus, wie sie fertig aussehen. Aber jetzt so, baue ich es eben schnell zusammen. Es kommt ein. Da ist er. Die kleine Stange von unten durch. Dann kommt so eine Waffe da rein. Ein Stopp. Oh. Komplett, doch, ne, so rum kommt das, doch, ist richtig. Seht ihr, hier ist ein Shooter, könnt ihr jetzt mit schießen, muss man es wirklich haben. Ihr wisst es, ja, ich mag die Dinger eigentlich nicht so. Aber jetzt kommen wir zu das eigentliche Fahrzeug, ein 5er in Grau. Das wird ein 2er. Nächste Seite, es ist schön schrittweise. Der zweite 5er in Grau. Daneben der lange. Man ist wieder mehr an Umblättern wie an alles andere. Zack. Zack. Und ihr seht, es geht ziemlich zügig eigentlich weg. Aber jetzt muss man wieder umblättern. So, dann das Ganze umdrehen. Hm, nee, da fehlt ja was. Das. Ha. Eine Seite überschlagen. Der Dreier kommt doch hier zwischen. Dann wird das Ganze umgedreht. Dieses Teil kommt jetzt bündig hiermit. So. Der lange schwarze kommt hier hin. Zwei schwarze kommen daneben. Okay. Ich muss jetzt nur so ein bisschen gucken, dass ich mich vielleicht nicht was Falsches umdrehe. Dann umdrehen. Die glatte Platte. Vier Stück. Kommt so. Dann zwei Einer. Einmal. Zweimal. Da kommen zwei Stühle. Hier drauf. Und ihr seht, es ähnelt ein Fahrzeug, was wir schon mal hatten, bloß eben in einer anderen Position. Jetzt müssen wir die schwarzen einmal. Zweite ist hier. Ups. Na. Ja, ihr wisst ja, schnell immer mit der Kamera, dann geht meistens immer etwas schief. Die kommen hier hin, hier vor. Dann geht es weiter mit 2. 1. Und jetzt schlage ich um auf Seite 24. 24 ist einfach nur diese Platte. Ja. Hier vorne hin, jetzt kommt ein blauer. Kommt nach hinten und der graue mit die Pins davor. Zack, jetzt bin ich auf Seite 26 und 27. Immer nur schrittweise einmal, zweimal. Dies mit dem Haken kommt nach vorne hin. Na, und ihr seht, es geht ziemlich zügig jetzt vorwärts. Ein schwarzer, ein runder, ein schwarzer, der kommt jetzt hier drauf, auf diese beiden, der graue Runde, hier vorne hin, das lange Teil
Kommt jetzt. Halt, stopp, hier habe ich die Beine jetzt vergessen. Ah, gut. So, dann kommt dieses Teil nämlich hier hin. Und jetzt muss noch ein kurzer davon sein. Ein kleiner. Da ist er. Der kommt hier vorne dran. Seht ihr? Optik. So, 30 und 31. Seite. Blaue, blau, blau. Da ist er. Da ist der graue. So kommt das, dann kommt der. So dran und der blaue kommt hierhin. Dann haben wir so das Teil. Ah, das kommt da drauf. Und ihr seht, man kann es bewegen. 32 und 33 ist genau. Jetzt spiegelverkehrt zu bauen. Zack, der nächste. Und dann hier gegen. Naja, aber jetzt ganz ehrlich, das Fahrzeug an sich. So, die zwei Waffen, ich komme jetzt hier rein. Einmal. Zweimal, seht ihr, schießt er dann zur Seite hin. Nach oben hin könnt ihr nicht mehr drehen, aber muss man es wirklich haben. Zwei blaue Runde in den großen Runden übereinander. Dann kommt dieser Ring da drauf. Dann kommen die blauen und zwar einmal, zweimal, dreimal. Und dieses Teil kommt dann als viertes. So, dann kommt dieses Teil da drauf. Sieht schon merkwürdig aus. Jetzt bin ich auf Seite 40 und 41. So, eine Kreuzstange. Eine Kreuzstange. Wo bist du? Da in Grau. Und die schwarze. So, das Ganze kommt von dieser Seite hier durchgesteckt. Dann kommt auf der anderen Seite dieses Teil dagegen. Seht ihr, so sieht es dann aus. Dann kommt das Graue, kommt jetzt hier drauf. Und das Ganze kommt jetzt hier hinten dran. So. Ah ja. Fantasie lässt grüßen, wie ich so schön sage. Einmal. So, ihr seht auch selber, es ist jetzt ruckzuck fertig. Zweimal, weil die blauen, die benutzen wir ja nicht. Seite 46, 47. Der blaue lange kommt jetzt hier, blauer einer. Zack, der graue. Genau, Platte. So, dieses Teil, der blaue. Dieses Eckteil kommt jetzt hier drunter. Und da drauf kommt eine blaue. Dann haben wir das so, 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 so. Und kommt so rum dran. Das Ganze kommt jetzt hier
drauf und jetzt könnt ihr das zack, zack, so runterknicken und hier festmachen. So ist das ganze Fahrzeug, ist vorletzte Seite. So, es ist fertig. Es ist fertig, also. Ohne Battle Packs kann man die natürlich jetzt hier reinsetzen. Hochklappen. So sieht es dann aus. Also, wie gesagt, wie findet ihr das Battle Pack? Habt ihr es mehrmals? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wo ihr es natürlich günstiger kaufen könnt, verlinke ich euch unter ein Video. Ist das Lego Star Wars, das brandneue Lego Star Wars Battle Pack 75359. 4 Minifiguren, 21 Euro UVP. Also, eigentlicher Preis, wo ihr es günstiger kriegt, verlinke ich euch. Und das Allerwichtigste jetzt, eure Meinung, eure Kommentare. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.